Einen schönen späten Abend wünsche ich Ihnen, meine Damen und Herren. Am liebsten würde ich an meinen heutigen Gästen viel, viel mehr Zeit schenken als die Stunde, die uns zur Verfügung steht an diesem Tag der Entschleunigung im ORF. So viel Interessantes, Bewegendes, Berührendes gibt es über Sie zu erzählen. Ich stelle es Ihnen vor. Ich begrüße den Schauspieler Ben Becker. Mit dem großen jüdischen Klarinettisten Giora Veitmann schuf er einen außergewöhnlichen musikalischen Dialog, den er uns heute vorstellen wird. Zweistimmig heißt ihre Interpretation von Paul Celans Liebesgedichten an Ingeborg Bachmann. Das Künstlerduo brachte Vergessenes in eine sinnliche Form von heute, die nachdenklich stimmt und nach vorn bewegt. Bei Professor Maximilian Moser geht es um die Gestaltung der menschlichen Zeit. Er warnt vor den Räubern der Gegenwart, die mit Tempo unsere Körperrhythmen aus dem Takt bringen. Der Chronobiologe und Chronomediziner hält die Entschleunigung für den entscheidenden Weg, Zivilisationskrankheiten erfolgreich zu bekämpfen und verzichtet dabei keineswegs auf Dynamik. Heilige Ruhetage feiert bald Paul Chaim Eisenberg, Oberrabbiner der israelitischen Kultusgemeinde. Pessach ist das zentrale Fest im jüdischen Festkalender und fällt heuer auf dieselbe Woche wie das christliche Osterfest. Zwei Religionen mit einer gemeinsamen Geschichte, bei der die Vergangenheit mit der Gegenwart verschmilzt und es um dasselbe geht, um die Erlösung. Und ich begrüße Mercy Dorcas Otieno. Mit 18 verließ sie ihre Heimat Kenia, um sich in Europa als Au-pair-Mädchen ein besseres Leben zu suchen. Zufälle und gute Nerven brachten sie an einen Ort, den nur ganz, ganz wenige erreichen. Seit einem halben Jahr ist sie Schauspielschülerin am renommierten Reinhardt-Seminar in Wien und damit die erste Afrikanerin, die es an diese Schauspielschule geschafft hat. Herzlich willkommen. Mercy, es ist, ich habe es schon gesagt, heute Tag der Entschleunigung im ORF und es gibt da so ein Sprichwort, das sagt, Europäer haben die Uhr, Afrikaner, die haben die Zeit. Stimmt das? Also du kennst beide Lebensrhythmen, das Tempo dort, das Tempo da und warst ja jetzt vor kurzem erst wieder zu Besuch in der Heimat. Stimmt das Sprichwort? Genau, das ist aber auch sehr unterschiedlich. Ich könnte jetzt da nicht jetzt sofort sagen, ja, alle sind so, sondern es gibt auch Leute wirklich, die Time sehr, sehr wichtig für den ist und sie wirklich sehr pünktlich sind. Aber es geht um die Verschnaufpause. Weil ich habe dieses Gefühl, also ich lebe hier seit 7 Jahren und hat dieses Gefühl, dass Leute rasen und es geht um tun, tun, tun. Aber man nimmt überhaupt keine Pause und sagt, stopp mal. Was war das gerade, dass man sich überhaupt drüber nachdenkt und dann erst die Schritte nimmt. Und das haben wir sehr, sehr viel in Afrika im Allgemeinen, auch in Kenia, dass die Menschen das Leben sehr locker nehmen. Und auch wenn etwas schief läuft, dann gibt es ja Schlimmeres. Mhm. Ja, und das ist die Mentalität, die wir sehr viel haben. Und dass man da einfach die Dinge sehr locker nimmt. Mhm. Und es ist so ernst und es muss sein und. Dann habe ich das Gefühl, ich bin eine Maschine und kein Mensch, der irgendwie die Zeit nimmt und denkt. Herr Professor, Sie widmen sich diesen Gedanken wissenschaftlich als Chronobiologe und Chronomediziner. Wenn man im Computer das Wort Entschleunigung eingibt, dann kennt er das gar nicht. Das wird rot unter Welt. Also in der digitalen Welt scheint es das gar nicht zu geben, dieses Wort. Obwohl es doch in unserer Wellnesswelt so wichtig ist, wenn man entschleunigt ist, dann wird man glücklich und faltenfrei und sorgenfrei und gesund. Wie wichtig ist es denn für uns gesundheitlich, diese Entschleunigung? Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns dessen bewusst werden, dass es nicht nur wichtig ist, dass wir schnell unterwegs sind, sondern dass wir auch wieder wissen, wohin wir wollen. Das ist etwas, was Karl Valentin ja mal sehr schön gesagt hat. Wir wissen zwar nicht mehr, wohin wir wollen, aber dafür sind wir schneller dort. Und ich glaube, das ist genau das, was meine Vorrednerin angesprochen hat. Und was ich selbst auch in Afrika beobachtet habe, ich war vor 30 Jahren in Tansania und habe dort gesehen, wie Menschen sich ihr Mittagessen bereiten und wie die das mit sehr viel Rhythmus machen. Frauen, die mit so Stößeln Mais gestampft haben und das eben in einem sehr schönen und auch künstlerischen Rhythmus, kann man sagen, getan haben. Die haben ihre Werkzeuge wie Musikinstrumente verwendet. Und das ist etwas, was wir draufgekommen sind im Laufe unserer Forschungen, dass Musik in der Geschichte der Menschheit eine viel wichtigere Rolle gespielt hat, als es heute interessanterweise spielt. Nämlich, es hat die Rolle gehabt, das ganze Leben rhythmisch zu gestalten und dadurch eine
andere Art des Lebens, eine besinnlichere Art des Lebens zu erreichen. Und das kann man zumindest in gewissen Stellen in Afrika ganz sicher noch finden. Paul-Eigens Eisenberg, das Pesachfest steht bevor und da ist ja an einigen Tagen die produktive Arbeit streng untersagt. An welchen genau und wie wird das gehandhabt? Ich möchte gleich vorher sagen, wir Juden haben die Entschleunigung in der Bibel schon seit der Schöpfung der Welt. Der siebte Tag, der Ruhetag, ist quasi der Entschleunigungstag. Und das besagt auch, dass wir nicht nur 7 Tage oder 6 Tage faulenzen sollen und einen Tag arbeiten. Es sollen schon 7 Tage mit ein bisschen Beschleunigung möglich sein und der siebte, der Schabbat, dann nicht. Bei Pesach ist es nicht viel anders. Der erste und der letzte Tag sind die Hauptfeiertage, wo man nicht arbeiten soll, wo man sich dem Gedanken des Pesachfestes, der Freiheit und gleichzeitig dass man den Kindern das vermittelt am ersten Abend. Pessach ist vor allem für die Kinder ein großes Fest und da lernen sie praktisch diese Freiheit auch zu verstehen. Und wie gesagt, so wie Schabbat ist auch Pessach teilweise ein Entschleunigungsfest. Aber die Vorbereitungen, das sind schon beschleunigende Sachen. Das heißt, man muss erst vorher und nachher dann doppelt so viel arbeiten, damit man sich die ruhigen Tage gönnen kann. Na, doppelt so viel nicht, aber wenn man ein Auto verwendet, kann ich gleich auf die Bremse steigen. Ein bisschen muss man schon fahren und dann kann man auf die Bremse steigen. Ben Becker, wie schaut es bei Ihnen mit auf die Bremse steigen aus? Sie sind ein so produktiver Mensch, Sie schreiben Kinderbücher. Wenn er den Herd nicht anschalten darf, ruft er mich an. Sie lesen literarische Texte. Es gab ganz kürzlich einen so gut kritisierten Tatort mit Ihnen. Büchertipp in den Kinos, literarische Texte, über die wir dann auch gleich reden. Wollen. Was bedeutet Innehalten für Sie? Gibt es dieses bewusste und nennenswerte Pausen, die Sie bewusst gestalten? Ja, das muss ja sein. Also es gibt auch Tage, wo ich sozusagen mich überhaupt nicht bewege und das auch nicht will. Es gibt Tage, wo ich mich einschließe und niemanden an mich ranlasse und den Laden einfach zumache und mache so depperte Sachen wie beschleunigtes deutsches Fernsehen gucken oder irgendwas, was einen vollkommen so, um zu sagen, jetzt also komme ich mal zur Ruhe. Und ansonsten, also das gibt's schon. Das, sonst, also mein Motor ist läuft so, dass ich das auch irgendwann mal brauche. Und dann schmeiße ich ihn wieder an. Und es gibt Zeiten, wo ich dann auch verbissen beschleunige, weil ich was will oder weil ich neugierig bin. Und dann ziehe ich auch. Und dann gibt es wieder Zeiten, wo ich sage, lasst mich in Ruhe, ich habe mit eurer Welt nichts zu tun. Gehört das Osterfest dazu, das jetzt kommt? Ist das was, was für Sie eine Bedeutung hat? Sie haben ja mal die Bibel gelesen. Na, ich hasse es, wenn man Sachen von mir versteckt. Auch als Kind schon? Ja. Nein, ich habe es geliebt als Kind. Mhm. Also wirklich geliebt. Aber das ist jetzt, beglücke ich meine Tochter und verstecke das ein oder andere Ei im Garten, aber sonst, also bin ich, glaube ich, aus dem Alter raus. Also mir bedeutet sowas nichts. Und ich bin ja auch, ob es Montag ist oder Sonntag. Auch also religiös das ist mir, nicht, das ist, nein. Weil ich mich mal mit der Bibel oder überhaupt mit Religion auseinandersetze und gesetzt habe, da gerade spezifisch, was die Bibel angeht oder so, das darf man ja, das soll man auch, das muss man auch. Aber deswegen muss man ja nicht sozusagen, also auch diesen Gesetzen und Normen folgen oder so. Ja. Mhm. Hat Ben Becker, hat Mercy noch als Schülerin, als Studentin da einen besonders schwierigen Beruf, was das betrifft? Also Schauspieler haben natürlich schon von der Aufgabe her ein unregelmäßiges Leben. Da geht es ganz zur Sache, dann wieder lange Wartezeiten, Vorstellungen am Abend. Also da gibt es so diesen geregelten Tagesablauf, wie Sie sagen, dass er ganz wichtig für uns und vor allem gesund und heilsam ist, den gibt es da nicht. Aber vielleicht ist es für ihn genau das Richtige. Es ist ganz sicher so, dass kreative Menschen dazu tendieren, ein sehr asynchrones Leben zu führen. Das heißt, mit Brüchen und mit auch Phasen intensiver Anstrengung und dann wieder Pausen. Das hängt auch damit zusammen, dass das sehr oft Abendmenschen sind. Abendmenschen können viel freier mit der Zeit umgehen als Morgenmenschen. Die sind relativ festgelegt in ihren Rhythmen. Aber
Trotzdem brauchen sie, wie das auch Ben Becker gesagt hat, sie brauchen Phasen, wo sie sich wieder erholen können. Und es geht eben darum, dass man diese Gestaltung, man nennt das eben Work-Life-Balance, dass man einen, auch Zeiten hat, wo man sich wieder erholen kann und die dann mit einer bestimmten Qualität auch ausstattet. Das ist dann nicht nur alle Beine von sich strecken, sondern das kann dann eine Zeit sein, wo man eben besonders für die Reflexion Zeit hat und das überlegt, was man erlebt hat. Sie sagen ja, dass dieser Lebensrhythmus, den man zunächst mal finden muss, um ihn dann auch entsprechend zu leben, dass der unterschätzt ist, dass der viel wichtiger ist für uns als bisher gedacht. Wir haben eine Studie durchgeführt, wo wir verschiedene Aspekte von Gesundwerden untersucht haben und haben herausgefunden, dass hier die klinischen Faktoren zum Beispiel eine wichtige Rolle spielen, aber auch die Psychologie und interessanterweise etwa ein Drittel der Heilungserfolge ist aufgrund von chronobiologischen, das heißt also rhythmischen Phänomenen zustande gekommen. Das heißt, das scheint auch besonders wirkungsvoll zu sein und ist genauso Teil der Heilung wie die Klinik und die Psychologie, wie die Medizin und die Psychologie. Drei Faktoren, habe ich gelesen, sagen Sie, sind da besonders wichtig. Tageslicht, Nahrungsaufnahme und soziale Kontakte. Das sind sozusagen die drei Faktoren, die diesen Rhythmus bestimmen. Mercy, welche Rolle spielen Sie in deinem Leben? Eine sehr große Rolle, weil ich bin jetzt seit September in Wien und bin da so in einem Rhythmus irgendwie in der Schule, jeden Tag, morgens bis abends und bemerkte, ja, ich tue, was ich liebe, aber auf andererseits, ich brauche auch andere Kontakte. Und wenn, sobald den Weg ist Schule nach Hause jeden Tag, dann verliert mich irgendwie, ich habe das Gefühl, dass es gibt einfach eine andere Welt da draußen, das ich nicht kenne und das ich unbedingt brauche. Und das heißt, auch für mich tanzen zu gehen, rauszugehen, in Museen, Leute kennenzulernen, die auch vielleicht nicht mit dem Theater haben. Weil gerade das, wenn ich in einer Rolle arbeite, dann muss ich was leben für mich. Ja? Diese Erfahrung machen, damit ich das wieder in mein Studium, in meine Rollen sozusagen wieder zurückgeben kann. Ben Becker, helfen Sie mir, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt richtig erinnere, es gibt ein ganz wunderbares Kinderbuch, das Sie geschrieben haben, Bruno, der Junge mit den grünen Haaren. Und ich meine mich zu erinnern, dass der immer um dieselbe Zeit nach Hause kommt und die Oma immer das Essen gekocht hat. Das heißt, ist da eine Gleichmäßigkeit drinnen, die vielleicht eine gewisse Sehnsucht von Ihnen ist? Naja, es gab auch eine gewisse, also es gab die Zeit, wo ich sozusagen in die Schule bin und bin, also pünktlich nach Hause gekommen und da stand das Mittagessen auf dem Tisch. Also es gab das. Trotzdem hat sich das irgendwann, glaube ich, verschoben, auch aufgrund, sage ich mal, als Theaterkind, aufgrund der Arbeitszeiten meiner Eltern und so. Also und wurde dann irgendwie immer unregelmäßiger. Und das ist auch durchaus was, wo ich sage, ich vermisse das. Ja, also wenn ich abends durch die Stadt fahre und gucke so in fremde Haushalte rein, so in die Fenster, dann habe ich da immer so eine wahnsinnige Sehnsucht und denke immer, da oben ist die Welt in Ordnung und bei denen ist schön. Und bei mir ist eigentlich alles durcheinander. Und das ist aber ein Traumgedanke, den ich da habe, weil bei denen ist wahrscheinlich auch die Kacke am Dampfen. Aber es ist, natürlich sehnt man sich nach dem, was man selber nicht unbedingt hat. Und ich sage ganz ehrlich, also so eine Regelmäßigkeit, nach der ich mich durchaus auch sehne und wo ich auch merke, dass ich würde mich nicht danach sehnen, wenn sie mir nicht letztlich gut tun würde. Ja, das sagt der Kopf und der Körper sagt dir das von ganz alleine, dass du mit der Sonne aufstehst und wenn es dunkel geht, schlafen gehst. Und es ist halt bei Künstlern manchmal oft total verschoben. Ich sag mal so, damit muss man leben. Man gewöhnt sich daran. Ich möchte das Bild von dem Auto, das ich verwendet habe, noch einmal verwenden. Diese Entschleunigungszeit ist nicht nur auf die Bremse steigen, sondern auch die Zeit, wo man auftankt, wenn man dieses Bild sieht. Es ist nicht nur ein Ausruhen von dem, was man gemacht hat, sondern es ist eigentlich ein Kraftholen für noch ein paar Kilometer. Also nicht nur Bremse, sondern auch tanken. Aber wir müssen nicht den ganzen Tag über Autos reden. Aber sehen Sie, wenn Sie in Ihre Gemeinde schauen, zu Ihren Schäfchen, ist das immer mehr ein Thema auch, dass die Leute einfach, dass ihnen die Zunge raushängt, wenn sie schon zu Ihnen kommen und dass man irgendwie dieses Tempo im Hamsterrad nicht mehr halten kann? Na, es gibt schon einige, die man ein bisschen bremsen sollte. Aber ich kann da nicht für alle
sprechen. Es ist die heutige Zeit schon so, dass man sehr unter Stress ist und diese verschiedenen Krankheiten sogar entstehen, wenn man sich davon beherrschen lässt. Also man sollte mehr seine Zeit beherrschen, als dass die Zeit einen beherrscht. Das ist umgekehrt. Ich probiere das auch. Die Religion hilft da ja, ne? Die Rituale, also, auch die Feste, aber auch der Tagesablauf ist ja gut reglementiert. Steht bei Ihnen zum Mittag immer das Essen am Tisch? Nein, nicht wirklich. Wir essen am Abend. Meine Frau ist Amerikanerin. Aber die Regelmäßigkeit ist schon da. Aber gerade die Regelmäßigkeit, nach der man sich sehnen kann, braucht zwischendurch auch etwas Unregelmäßiges. Zum Beispiel ins Fernsehen, zur Verstöckel gehen oder irgend sowas. Jetzt haben Sie wegen mir nicht gegessen. Nein, es waren vorher Sandwich draus. Also, ja, bin ich beruhigt. Sie sind seit 30 Jahren Oberrabbiner in Wien, seit 88 auch da in ganz Österreich. Ihr Vater war schon Oberrabbiner. Mhm. Dabei haben Sie eigentlich begonnen, Mathematik und Statistik zu studieren. Wie kam dann der Sinneswandel? Ich habe irgendwie meinen Vater bewundert. Und die Mathematik, das war so im Gymnasium so lustig und so einfach. Und dann wurde es immer schwieriger. Und man stand nur Zahlen gegenüber und ich möchte gerne Menschen gegenüberstehen. Mhm. Und dann habe ich das gemacht, was heute vielleicht mehr Leute machen, dass man ganz einfach, dass ich gewechselt habe. Dadurch, dass ich im Haus des Rabbiners aufgewachsen bin, hatte ich natürlich schon eine gewisse Vorbildung. Und das ist jetzt schon weitergegangen. Aber obwohl ich in der nächsten Generation auch schon Rabbiner habe, ich glaube, dreimal Eisenberg in Wien, das wäre too much. Mhm. Wer wird dann Oberrabbiner? Der Frommste von allen? Nein, nein, nein. Derjenige, der sowohl mit den Frommen als auch mit den weniger Frommen kann. Mhm. Das ist ganz wichtig. Natürlich darf er kein Leugner Gottes sein, dann kann er nicht einmal Rabbiner werden. Aber er muss verstehen, dass nicht jeder alle die wirklich nicht so einfach einzuhaltenden Gesetze halten kann. Und er muss die Gemeinde versuchen, zusammenzuhalten. Manche ziehen in die eine Richtung und die andere in die andere Richtung. Und man muss versuchen, irgendwo in der Mitte zu sein und sich nicht zerreißen zu lassen. Wird das zunehmend schwerer? Wird es zunehmend schwerer, nach der Tora zu leben und gleichzeitig in der Moderne zu bestehen? Hatte es Ihr Vater da beispielsweise noch leichter? Ich weiß nicht, ob es mein Vater leichter hat, aber es wird nicht leichter. Die technische Revolution stört nicht nur, sie hilft manchmal. Und dann ist wiederum der eine Tag da, wo man darauf verzichtet. Und das ist schon ein sehr interessantes Phänomen. Mhm. Aber man darf das Licht vor Schabbat andrehen und 24 Stunden brennen lassen. Das darf man schon. Diese Diskussion der Modernisierung ist ja eine, die in vielen Bereichen geführt wird, auch in Israel, wo es ja jetzt dann auch eine Wehrpflicht für Orthodoxe geben soll. Das war ja bisher nicht so. Die haben sich streng der Wehrpflicht entzogen, haben gesagt, sie wollen mit ihren Gebeten, nicht mit den Waffen dienen, sie wollen ihrem Rabbi gehorchen und nicht einem Offizier. Wie sehen Sie das? Es war so, dass das am Anfang so ausgemacht war, zu einer Zeit, als vielleicht ein 0,5% der Bevölkerung das wollte. Dadurch, dass bei den Orthodoxen auch die Vermehrung etwas größer ist, sind das heute schon sehr viele. Und ich glaube, man könnte auch einen Kompromiss machen, ein bisschen was von beidem. Es gibt auch heute schon lange orthodoxe Juden, die auch ins Militär gehen und die trotzdem der Tora treu bleiben. Im Militär kann man koscher essen. Wenn man will, kann man das in irgendeiner Weise lösen. Mhm. Wie schaut es mit Modernisierungsbestrebungen bei anderen Themen aus? Also wir haben gerade über das Pesachfest gesprochen. Die Haggadah beschreibt das wunderbar. Es ist bis Ende Mai noch eine sehr schöne Ausstellung dazu zu sehen. Die Brauer Haggadah, Arik Brauer, hat 24 Illustrationen dazu gemalt. Sie haben Erklärungen dazu beigesteuert. Also der Auszug aus Ägypten, das Ende der Knechtschaft Israels. Gibt es da Bestrebungen, das zum Beispiel zu verändern, zu modernisieren, dieses Fest? Oder ist sowas unantastbar? Es gibt gewisse biblische Dinge, die bleiben und bleiben sollten, dass man zum Beispiel kein Brot isst, stattdessen diese dünnen Mazot, weil damals beim Auszug aus Ägypten nicht einmal mehr Zeit war, Brot zu backen. Aber es können im Detail verschiedene Änderungen stattfinden. Die sollen nicht revolutionär sein, die soll man besprechen
Und wenn sich die Rabbiner einigen, was eh sehr selten ist, dann kann man sie vielleicht auch machen. Mhm. Welche Rolle spielt denn da der Humor? Sie gelten als ein sehr humorbegabter Mensch, der auch sehr gerne Witze zum Besten gibt. Steht ja auch im Talmud, dass Humor wichtig ist. Ja, also man darf nicht von früh bis abend lachen, sondern man soll den Humor verwenden, um vielleicht ernste Themen aufzulockern und um etwas auch selbstkritisch zu sein. Es sind die Fundamentalisten, die alles zu ernst nehmen, die nicht bereit sind, irgendwas mit Humor zu haben. Und da sind schon Fehler auch passiert, wenn man sich oder auch verschiedene Details zu ernst nimmt und nicht das große Bild sieht. Und da hilft ein bisschen ein Humor oder eine bescheidene Einstellung auch dazu, ein wenig das Gesamtbild besser und verdaulicher zu machen. Auch Witze? Die ja im Judentum eine ganz große Bedeutung Witze, haben. Witze, aber nicht Witze auf Kosten von anderen. Ben Becker, bei Ihnen gibt es in Ihrer künstlerischen Arbeit immer wieder eine Affinität zu jüdischen Themen. Also die Bücherdiebin, gerade im Kino, wo Sie dem Tod Ihre Stimme leihen. Jetzt das Projekt mit Giora Veitmann. Gibt es da eine Nähe, irgendwas, was Sie hinzieht? Schwierige Frage. Es ist ja so, dass ich also nicht in überhaupt keinem religiösen Glauben erzogen worden bin. Mhm. Mein Vater war Kommunist, das kann man auch als Glauben. Das ist gar nicht so weit weg übrigens. Deswegen hat mich auch irgendwann sozusagen die Bibel interessiert. Tatsächlich über den Gedanken, wir sind alle gleich. Also den ganz naiven Gedanken, wir sind alle gleich und alles ist rund. Und über die Dialektik und so weiter bin ich da hingekommen. Und da hat mich das interessiert und ich habe da auch wirklich Parallelen gefunden und habe die auch so unterschwellig damals, als ich die Bibel vorgelesen habe, unterschwellig eingebracht. Also es haben wenig Leute gemerkt. Einige haben sehr wohl gesagt, Herr Becker, das haben sie aber dezent gemacht, wie sie uns die Handgranate unter den Sitz in der ersten Reihe geschoben haben. Aber ansonsten ist es so, dass ich, also das geht ja über die Mutter, ja, und meine Großmutter war Jüdin und die ist also gerade noch mal so weggekommen und meine Mutter ist dann in Dänemark aufgewachsen und so. Also es gibt da auch durchaus familiäre Vorbelastungen oder sowas, ne? Und ich weiß auch nicht, aber dass ich da wieder zurückgekommen bin oder mich des Öfteren damit auseinandergesetzt habe, hat eigentlich gar nichts damit zu tun, dass ich sage, das ist eine Art von Selbstaufarbeitung oder Aufarbeitung meiner Geschichte oder meiner Familie, sondern ich bin einfach, weil ich Fragen gestellt habe und auch immer stelle ganz automatisch auf so bestimmte Themen und auch eben an Religion nicht vorbeigekommen. Und das ist eben auch so, also was ich da jetzt mache mit dem Giora Veitmann, dass mich ein Schriftsteller wie Paul Celan interessiert oder so, das hat nichts damit zu tun, welcher Religion, aus welcher Religion der kommt oder sowas, sondern es hat damit zu tun, dass er einfach ein Mensch ist, dem haben sie die Eltern zerschlagen und der ist damit nicht fertig geworden und fühlt sich selber schuldig und das mit einer großen Traurigkeit und einen Verfolgungswahn im Kopf und einen solchen Drang nach Leben und nach der Schönheit des Lebens und dadurch auch so selbstzerstörerisch, dass ich sage, das ist so existenziell, dass es mir interessiert. Ende Oktober wird sie dieses Programm am 30. nach Wien führen. Es gibt noch andere Termine, gibt es bei uns online zu finden und wir schauen in dieses Programm zweistimmig ganz kurz rein. Vor das Haus und es blitzen die Sterne. Er pfeift seine Rüden herbei, er pfeift seine Juden hervor und lässt schaufeln ein Grab in der Erde. Er befiehlt uns, spielt auf nun zum Tanz.
Wie oft bedanken Sie sich beim lieben Gott eigentlich für Ihre Stimme? Ich bedanke mich bei meinem Vater, von dem ich sie erbt. Mit dem lieben Gott halte ich andere Zwiesprache. Aber nicht, oder unterhalte nicht mich zu anders, den Gaben. Aber, nein, nicht ich sage nicht danke. Nein, aber ich unterhalte mich mit dem alten Herrn schon? Durchaus. Ja, schon? Manchmal, ja. Ja. Sie haben die Geschichte Paul Celans ganz kurz angesprochen, seine Eltern im Lager umgekommen, er selbst überlebt, nachher studiert, sich selbst an das Leben genommen 1970, weil er eben mit dieser Geschichte nicht fertig geworden ist. Das ist ja heftig, diese Geschichte. Mit welchen Gedanken sollen Menschen da rausgehen aus diesem Programm? Was wollen Sie sozusagen zum Klingen bringen? Das Leben ist schön. Und das hat, glaube ich, er auch versucht, irgendwie auszudrücken. Die Sehnsucht danach, aber auch seine Traurigkeit, das nicht gefunden zu haben. Das war ja auch ein sehr, also wirklich ein lebensbejahender, neben aller Depression und aller Melancholie und so, ein Mensch, der das Leben geliebt hat. Also der muss so, in so einer Runde muss der unheimlich witzig gewesen sein und ganz toll. Und auf einmal kommt das über ihn und dann hat er irgendwie versucht, seine Frau und sein Kind umzubringen, die er sowas von geliebt hat. Und dann wacht er auf in der Klinik. Und wenn man dann diese Briefwechsel liest zwischen seiner Frau und ihm, kurz nach so einer Geschichte, ist das eine solche Liebe, die dahinter steht, und eine solche Schönheit. Und das hat mich, das interessiert mich irgendwie, dass es weitergeht. Und eigentlich glaube ich, dass die Leute da rausgehen und sagen, sich zu beschäftigen, auf eine ernsthafte Art und Weise sich auseinanderzusetzen und zu lieben, ist schön. Und es ist schön, hier zu sein. So. Irgendwie so versuche ich die Leute zu entlassen. Also nicht so, dass ich sage, ja, jetzt geht's alle depressiv da raus und seid fix und fertig. Das fände ich doof. Herr Meisenberg, wie wichtig ist es, diese Geschichten zu erzählen? Ja, die Shoah ist etwas, was uns allen im Magen liegt. Und Paul Celan ist daran zerbrochen. Er hat ja versucht, das eben künstlerisch in irgendeiner Weise darzustellen. Und, was man ihm ja sehr vorgeworfen hat. Weil man hat ja gesagt, man darf das künstlerisch nicht behandeln. Mhm. Genauso wie man ihm vorgeworfen hat, das in deutscher Sprache zu machen. Mhm. Und wo ich sage, das ist vollkommen überholt. Das hat ja unheimlich lange gedauert, bis man kapiert hat, dass das einer der größten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts war. Mhm. Und das hat man ihm vorgeworfen, was ich für einen großen Fehler halte. Weil wenn Menschen sich nicht und auch künstlerisch nicht darüber auseinandersetzen, was sie gemacht haben und auch welche Scheiße sie gebaut haben, dann weiß ich nicht, dann hängt so ein Bild auf in der Deutschen Bank. Das kann irgendein Arschloch machen, irgendein Architekt, das interessiert mich nicht. Mhm. Sondern Auseinandersetzung muss in der Kunst stattfinden. Und das hat er auf eine sehr exzessive, ganz, wie sagt, ja, eine exzessive und wie sagt man, eine... Also, er kam aus der Krise. Das ist sehr wichtig für einen existenziell Schöpfer. War das Wort, was ich suchte. Yeah. Existenziell, okay. Auf eine existenzielle Art und Weise. Und wenn sich jemand existenziell auseinandersetzt und sich dabei von mir aus, bis er von der Pont Mirabeau in Paris springt und sagt, ich kann nicht mehr, dann interessiert mich, was der zu sagen hat. Mhm. Das finde ich irgendwie spannend. Und das hat der Celan irgendwie geschafft. Und es ist sauschwer, den zu lesen und sich mit seiner Sprache auseinanderzusetzen. Und er sagt selber, ich bin nicht zu verstehen. Man muss auch tatsächlich Sekundärliteratur hinzuziehen, um ihn zu verstehen. Die kannst du nachher wieder wegschmeißen. Ich kann auch nicht jedes Gedicht erklären, aber ich habe es emotional begriffen. Und deswegen kann ich es nach außen tragen. Aber auch, weil es so viel mit Ihnen zu tun hat? Mit einer ganz anderen Geschichte, mit einem ganz anderen Hintergrund. Aber Fragen, nein, ich bin jemand, Fragen der sich auch künstlerisch sehr existenziell werden kann. Mhm. Oder der, sage ich mal, auf teilweise auch sich traut, auf dem Drahtseil zu gehen. Das machen wenige. Mhm. Mein Vater hat das mal zu mir gesagt. Der war, weißt du, du traust dich da einfach unheimlich viel. Mhm. Das darf man auch. Man muss nur aufpassen, dass man nicht runterfällt. Mhm. Oder nicht wirklich. Mhm. Ja? Herr Meisenberg, Sie wollten dazu noch was sagen, zu dieser künstlerischen Auseinandersetzung. Ja, für viele Künstler, wir glauben oft, dass Künstler sitzen zu Hause, es geht ihnen gut und sie sind sehr schöpferisch. Aber die wirklich größeren Sachen entstehen oft aus einer Krise. Mhm. Und das könnte man dann bei Celan sicher sagen. Und interessant ist ja auch,
dass er versucht hat, er hätte ja theoretisch viel früher nach der Shoah seinem Leben ein Ende setzen können. Aber er hat versucht rauszukommen mit dieser Kunst, mit seiner Poesie. Und am Schluss ist es dann doch nicht gelungen. Aber auch diese Selbstschuld, ja? Also sich die Schuld dafür zu geben, dass man überlebt hat. Mhm. Ja? Das ist aber, da kann man sagen, ja, der ist irre. Aber das, ich kann das durchaus nachvollziehen. Eine sagt, Frage, warum, die ja als Holocaust-Syndrom ganz entscheidend war. Darf ich dazu nur einen Satz sagen? Manche Leute sind sich auch dieser Schuld oder eingebildeten Schuld bewusst geworden, warum sie überlebt haben und andere, die vielleicht unter Anführungszeichen besser waren, nicht. Und manche Leute haben daraus, anders als Zählern ist ein spezieller Fall auch, die Verpflichtung gesehen, jetzt etwas für die Menschen zu tun. Ein anderer Weg, aber aus der gleichen Krise. Ich habe nicht nur überlebt, dass ich es mir nachher gut gehen lasse, sondern ich habe überlebt, um vielleicht nachher etwas Gutes zu machen, was er ja auch zum Teil tatsächlich gemacht sich hat. Sich auch mitzuteilen. Mhm. Ja. Also diese existenzielle Suche und Frage und künstlerische Auseinandersetzung. Du hast noch, bevor du am Reinhardt-Seminar aufgenommen wurdest, ein Stück inszeniert, Broken Pieces. Da geht es um die Identitätssuche, um die Wurzelsuche von Menschen mit Migrationshintergrund. Hast du da quasi deine Geschichte inszeniert? Nicht wirklich. Mir wurde damals ein Angebot gegeben. Wir machen etwas und vielleicht hätte sie Bock, etwas zu inszenieren oder Tanz oder so. Und dann dachte ich, aber wir haben ja sehr viele Jugendlichen und auch vor allem damals in Graz. Sie sind einfach nicht zu sehen. Man sieht irgendwie auf die Straße, aber was machen sie in der Freizeit? Sie sind nicht im Theater, also nirgends. Und ich dachte, okay, wenn ich da eine Frage fragen würde, wenn ich 24 Stunden oder nur 48 Stunden hatte zu leben, was wäre für mich wichtig? Und durch diese Frage ist das Stück entstanden. Und Broken Pieces geht es darum, dass man sich sucht, wer bin ich eigentlich? Und vor allem, wenn man in ein anderes Land, also in ein fremdes Land geht, dass man dann total bewusst wird, oho, ich bin woanders, die Sprache spreche ich auch nicht, verstehe ich, tue ich auch nicht. Und wenn ich nach Hause gehe, dann fühle ich mich auch nicht wohl. Und wenn ich hier bin, dann gehöre ich nicht da ganz da. Mhm. Wo bin ich eigentlich? Und ich kenne das selbst, weil ich diesen Weg gegangen bin. Aber die Interesse hatte ich dann, ist es nur bei mir so oder ist es auch bei anderen? Ja. Dazu müssen wir deine Geschichte ganz kurz erzählen. Aufgewachsen in den Ghettos Nairobis, bei deiner Mutter, dann bei der Oma. Und dann entstand der Wunsch nach einem anderen, nach einem besseren Leben. Alle haben zusammengespart, um dir ein Flugticket nach Europa als Au-pair-Mädchen zu finanzieren. Du bist ohne ein Wort Deutsch nach Deutschland gekommen und hast dort nicht nur gute Erfahrungen gemacht. Nein. Es war so, dass 2006 dachte ich, ein Jahr, ich liebe Kinder, ich kann da ein bisschen aufpassen und dann vielleicht gehe ich dann zurück auch Journalismus studieren. Mhm. Und als ich nach Deutschland kam, war ich in der ersten Familie und da gab es so richtig Prügel. Und ich musste diesen Ort verlassen, weil nach einem Monat dachte ich, ich kann die Sprache nicht und die Familie passt auch nicht. Und es ist auch sowieso kalt, tief Winter. Was mache ich dann? Mhm. Und ich komme wieder zurück in der Glaube. Ich bin so aufgewachsen, dass die Glaube wichtig ist. Also einfach diese Spiritualität, dass ich, egal welchen Richtung, dass ich da immer wieder zurückgehen kann in schlechten Zeiten und sagen, auch in guten Zeiten, dankbar sein, aber auch zu sagen, ich brauche jetzt Hilfe. Wo, weiß ich nicht. Aber es laufen sehr viele Engel rum und ich weiß, dass jemand kommen werde. Und in dieser Zeit, es war sehr, sehr schwierig in Deutschland, dass ich dieses Gefühl hatte, ich muss sofort Deutschland verlassen, weil ich pack's einfach nicht. Du bist dann über Umwege und auch durchaus über Zufälle nach Österreich gekommen, in eine kleine steirische Gemeinde, Kapfenstein, 1615 Einwohner. Die haben alle Juhu geschrien, wie sie dich gesehen haben? Am Anfang war, weil ich kam da so in eine Familie, die Schögler, und die hatten so ein kleines Gasthaus und alle haben gesagt, ja, die Schögler hatten Schwarzen. Und ich habe mir gesagt, ja, aber sie ist nett. Und es war erstmal diese Fremdheit, dass ich diese Person nicht kenne und ich betrachte erstmal von der Entfernung und man bekommt diese Vertrautheit und dann irgendwie kommt man dann ins Gespräch, was ich auch total verstehe. Also
mal so in anderen Kontinenten, so und mal so. Und ich bin dann dort in eine Chor, also in der katholische Chor reingekommen. Ich habe da einfach gesungen. Und die Leute haben gesagt, nein, die ist aber nett. Also die ist richtig, man kann da, und jetzt mittlerweile gehöre ich dazu. Ich habe dieses Gefühl, dass wenn ich in Wien bin, lebe ich jetzt da, aber wenn ich gehe zurück nach Hause. Dass man fragt, ja, wann kommen Sie wieder? Weil da ist sozusagen dieses Gasthaus, wo allen kommen und man kommt da in ein Gespräch. Du hast dann in Graz begonnen, Soziologie zu studieren, hast dort daneben gejobbt, geputzt, Straßenzeitung verkauft, Megafon, alles Mögliche gemacht. Da war nicht der Wunsch, ich will nach Europa, um Schauspielerin zu werden. Aber irgendwann gab es wen, der gesagt hat, Mädel, du gehörst auf die Bühne. Ja, ich war auf der Arbeitssuche und diesen Tag werde ich nie vergessen. Ich gehe hin und frage, könnte ich bitte auf Kinder aufpassen? Das kann ich am besten. Und dann sagt die Frau, hast du ein Diplom? Sagt nein. Okay, tut mir leid, da können wir nicht weitermachen. Und ich dachte für mich, muss ich ein Diplom haben, um ein Kind aufzupassen? Klar, ich verstand damals nicht die Systeme in Österreich. Kam ich runter, total mit Kopf versunken und denke, okay, jetzt ist aber Schluss. Dann plötzlich entdecke ein Plakat, stand, wir brauchen Menschen mit Migrationshintergründen in einer der Auszug Creme zu spielen. Und ich dachte, okay, vielleicht, ich rufe mal an. Anrufbeantworter, keine meldet sich zurück und ich dachte, wer vergiss es. 2 Wochen später bekam ich einen Anruf von Schauspielhaus Graz und Casting und ich dachte, ja, jetzt musst du alles geben. Es ist eine Begegnung, da willst du Menschen kennenlernen, geh einfach rein und gib alles. Und zu meiner Überraschung wurde ich da aufgenommen. Und da fing für mich ein Weg, wo ich dann plötzlich diese Hürden, diese heißt es Bürokratie, anders auszusehen und, keine Arbeit und. Mhm. Ich hatte die Gelegenheit, diese Geschichten zu schreiben und irgendwie mit anderen zu spielen, interagieren. Und ich hatte dieses Gefühl, ja, ich bin irgendwie am richtigen Platz. Und ein Freund hatte den Tipp gegeben, mach eine Ausbildung und bewirb dich nicht irgendwo, probier es halt einfach am Reinhardt-Seminar. Das probieren bloß 800 andere auch. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man da aufgenommen wird, ist also sehr, sehr gering. Du bist hingegangen zu dieser Aufnahmeprüfung und wir sehen einen kurzen Ausschnitt, den der ORF-Kulturredaktion hat damals mitgedreht. Möge die Übung gelingen. Ich liebte einen Mann und sein Name war Harry. 6 Fuß hoch. Süß mich, Harry. Es ist mir jetzt eine große Freude, Sie in das Seminar aufzunehmen. Und jetzt ist Mercy die erste Afrikanerin, der meinen Seminar studiert. War das eben, wo du gewonnen hast? Ja. Also wo sie sich aufgenommen haben? Ja. Beim Bäcker. Warum haben die das mitgefilmt? Das hat damals die Kultursendung einen Beitrag gemacht über die Aufnahmeprüfung am Reinhardt-Seminar und sozusagen über diesen Ausleseprozess. Und ja, da war sie mit dabei. Da war sie mit dabei. Also es wurde nicht sie. Ja jetzt noch. Was bringt es in Ihnen zum Klingen? Da kommt ein Mädel aus Nairobi, die in den Slums groß geworden ist und die schafft es am Meyer-Reinhardt-Seminar. Das ist ganz frisch. Da wäre ich gleich was. Was braucht es, um Schauspieler zu werden? Sie sind in einem Schauspielclan groß geworden. Mutter, Vater, Stiefvater, Schwester, alle Schauspieler. Die unbedingte Notwendigkeit, etwas zu sagen zu haben. Und das, also manche Leute machen das mit einem Pinsel, manche Leute machen das mit einer Feder und manche Leute brauchen sich selbst oder können nichts anderes, als sich selbst auszudrücken oder das auszudrücken, was sie sozusagen von draußen mitnehmen und durch sich dann auf die Bühne tragen. Und das, wenn man das will, wenn man das liebt, wenn man das mag, wenn man so blöd ist, dass man sagt, ich bin so beknackt, ich brauche die Selbstdarstellung, dann kann das funktionieren. Also, womit hast du die Jury überzeugt? Warum haben sie dich genommen und nicht die 800 anderen? Das frage ich mich bis heute. Aber ich glaube, dass wichtig war, dass man sich treu bleibt. Vor allem diese Stücke oder die... Du hast Medea genommen. Genau, Medea hatte ich genommen. Und ich fragte mich, okay, ich bin eine fremde Person, sag mal, komm nach Österreich,
ich liebte Kinder, aber ich musste die Geschichte in mir suchen, weil ich kann die Medea in diese damals nicht spielen, sondern ich kann mit meinen Eigenschaften darstellen, auch mit der fremden Sprache, also meine Muttersprache, was ich spreche. Und ich hatte das einfach zusammengemischt und die Erfahrung dieses, am Anfang war so, ich verstehe diese Frau nicht. Aber dann zu sagen, ja, jetzt verstehe ich dich. Mhm. Und diese Figur zu verkörpern, dass ich dieses Gefühl habe, ja, ihr versteht. Was sagt Ihre Familie in Kenia zu dem, was da entstanden ist, zu diesem Weg, der ja so nicht geplant, vorgesehen oder irgendwas war? Wissen die um die Bedeutung deines Tuns? Nicht wirklich. Also die wissen, ja, jetzt mache ich genau so, was mir sehr am Herzen liegt. Aber wie wichtig diese Schule ist oder nicht wirklich. Mhm. Ja. Aber meine Familie steht immer hinter mir und die sagen immer, jede Entscheidung, dass du triffst. Klar bin ich selbstverantwortlich, aber wir stehen hinter dir. Du kommst aus einer Lebenssituation und auch aus einem Land, wo es nicht selbstverständlich ist, überhaupt in die Schule gehen zu können. War das für dich ganz klar, schon auch als Kind, als junges Mädchen, zu sagen, das ist mein Henkel, das ist meine Chance zur Welt? Meine Großmutter, die hat mich erzogen. Und für mich ist sie irgendwie so in der Stelle von meiner Mutter. Und dann kommt meine Mutter. Und die ist eine Frau, die sehr sehr geerdet ist und auch total für Bildung ist. Und sie ist dort eine Direktorin in dieser Schule, wo ich überhaupt zum ersten Mal ging. Und die hatte immer dieses, geh zur Schule, mach das. Und das gab mir irgendwie diese Selbstbewusstheit zu sagen, ja, ich möchte lernen. Ja, ich möchte mich verbessern. Und ich bin auch sehr dankbar, dass ich in den Ghettos also aufgewachsen bin, weil dadurch kriege ich den Biss zu sagen, okay, ich habe so einen Background, aber das ist nicht meine Zukunft, das ist nicht meine Destiny, dass ich da was anders mache. Rebecca, Sie haben ja im Alter von 12 oder 13, glaube ich, war es, sich selbst aus der Schule entlassen. Ja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Wie sagen Sie? Ja, wie sagen denn Sie? Wie sagen nein, nein, es ist schon richtig. Nein, ich hatte keine Lust. Ich fand das doof, weil ich wusste ja immer, dass ich, also ich wollte nie Polizist, nie Feuerwehrmann werden. Ich wollte Schauspieler, beziehungsweise ich wollte Clown werden. Mhm. Clown im Sinne von, also ein Clown hat ja auch immer eine große, melancholische, traurige Seite. Sonst ist er, wenn er nur deppert ist und Blödsinn macht, ist er kein Clown für mich. Mhm. Also Schauspieler werden. Und da habe ich mal gesagt, also Chemie interessiert mich nicht, Physik interessiert mich nicht, Mathematik auch nicht. Also das ist, ja, schicken Sie mir den Unkostenbeitrag für die heutige Sendung aufs Konto. Ich werde nicht nachzählen. Es geht mal am Arsch vorbei. Ja. Und das wusste ich damals schon. Und da hatte ich einfach irgendwie keine Lust und habe die Welt auf meine Art und Weise erforscht. Das war bestimmt nicht, hat meiner Mutter bestimmt manch schmerzvoll, leidvolle, traurige Stunde beschert. Im Großen und Ganzen bin ich sehr dankbar, dass sie es durchgezogen hat. Aber so. Ihre Tochter ist jetzt ungefähr in dem Alter. Wenn die das jetzt auch so sehen würde oder wenn die jetzt dann schön langsam mit den Kerlen ankommt, die vielleicht so sind, wie sie waren, wie würden Sie denn das jetzt finden als Vater? Na, die ist ja, es gibt ja glücklicherweise eine Mutter, die da ganz anders ist und deswegen ist meine Tochter, kommt zum, ich wünsche mir manchmal ein bisschen mehr Rock'n'Roll bei ihr. Im Großen und Ganzen ist das aber so ganz latent bei ihr drin, dass das ist, aber dass sie nicht die gleiche Scheiße baut wie ich, das finde ich vollkommen in Ordnung, da freue ich mich sehr drüber. Das ist noch eine kleine Prinzessin, der habe ich ein Pferd gekauft und das liebt die und die geht auch auf eine Schule, wo du nicht in der Mittagspause in der Toilette gefummelt wird oder sowas, sondern das ist alles noch sehr behütet und eine kleine Prinzessin und das finde ich auch ganz toll. Mhm. Und man muss ja die gleichen Fehler, also auch die Fehler, die meine Eltern gemacht haben, das muss ich ja nicht wiederholen. Mhm. Das möchte ich auch nicht. Das reicht ja, wenn der Papa einen an der Mütze hat. Herr Meisenberg, Ben Beckers Tochter trägt den Namen Lilith, was ein schöner jüdischer Name ist. Aber da steht ja schon ganz viel Message drinnen. Denn Lilith war ja eine ganz besonders starke Frau. Ja, also Lilith kommt auf Augenhöhe mit Adam war, ne? Kann man sagen. Die Lilith hat sozusagen, wie zum Beispiel meine Frau, auch Kontra gegeben. Mhm. Und das finde ich total gesund und für einen Mann ganz wichtig, dass
die Ehefrau nicht nur ein Heimchen ist, also meine ist ganz anders, ist auch ein Heimchen und auch Lilith. Aber auf, was du sagst. Es ist schon 11 Uhr, nein? Ja. Also, nein, also Frauen sind Partnerinnen und das ist gut, eine Partnerin zu haben, aber eine Partnerin muss nicht unbedingt alles mittragen. Sie kann sich auch selbst verwirklichen und eigentlich dann auch mir manchmal sagen, so, das war nicht richtig, wie zum Beispiel das, was ich jetzt gesagt habe. Mercy, du hast gesagt, die Oma war ganz wichtig, auch in deinen Vorstellungen eines Frauenbildes, was es heißt, als Frau durch diese Welt zu gehen? Ich war jetzt gerade im Februar zu Hause und zum ersten Mal hatte ich die Zeit, wirklich mit ihrer Geschichte auseinanderzusetzen, wirklich auch Fragen zu stellen. Mhm. Und sie selbst, damals musste sie eine Entscheidung treffen, ist entweder geht sie zur Schule oder wird sie gläubig. Mhm. Und das haben die Onkel gesagt, weil ihr Vater gestorben ist. So, du kannst dir einen Weg entscheiden. Und sie hat damals die Glaube entschieden. Dadurch ist sie nicht in der Schule gegangen. Mhm. Aber sie hatte Zuckerrohr verkauft, dass sie alle ihre Geschwister zur Schule gebracht hat. Und die ist jetzt 78 Jahre alt und ist immer noch auf die Beine und macht so ihre Dinge und sagt, ja, ich werde nicht ruhen, bis ich im Grab liege. Mhm. Und das ist für mich eine Frau, die ich sehr, sehr schätze. Und da bekomme ich einfach diese Weisheit durchs Leben, weil ich sage so, Oma, manchmal kann ich nicht und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Aber sie wird immer sagen, erstmal alles mit der Ruhe. Mhm. Und dann kommen sie halt mit die Antworten fürs Leben. Und sie ist wie meine Mama. Du hast sie mit österreichischen Freunden besucht und sie wurde auch bekocht? Ja. Mit afrikanischen Spezialitäten? Ja. Nee, also das war richtig cool, weil ich war da mit 8 Steirern, also im Februar, und wir hatten uns abgesprochen, dass sie Backhändeln machen werden. Klassische afrikanische Spezialität. Das ist halt die richtige österreichische Spezialität. Ja. Und die wurden natürlich bekocht jeden Tag. Mhm. Und die war so, ja, sie müssen nicht so für uns sorgen. Wir sind ja, und das ist bei uns gehört so. Wenn du kommst einfach rein und du bist der Gast und du gehörst dazu. Und das war ein bisschen schwierig, zu sagen, ein bisschen nackt zu vollziehen. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, dann drehen wir jetzt mal die Spiegel auf die andere Seite und dass jetzt die Steirern für die Kenianer sozusagen kochen. Und wir kamen aus Kisumu, es war sehr spät in der Nacht, noch dunkel, klar, wir haben nicht so viel Licht zu Hause. Und die haben gekocht, die haben sich wirklich ins Zeug gelegt. Und alle saßen so da und haben gedacht, ja, die Backhändel, werden wir wirklich satt sein? Glaube ich nicht. Und danach, wir haben ein Ritual, dass jedes Mal, wenn wir essen, dass wir die Hände waschen. Und mich hat das sehr, sehr berührt, als dann die Steirern dann das Wasser auch warm gemacht haben. Alle saßen, die haben gekocht die ganze Zeit. Und die haben dann das Wasser irgendwie jeder gegossen und jeder hat sich die Hände gewaschen. Und plötzlich sagte meine Oma, ich hätte mir nie gedacht in meinem Leben, mit meinen 78 Jahren, dass jetzt noch Leute aus Europa kommen und mich in meinem eigenen Zuhause bedienen. Mhm. Und sagt, ja, weil du es wert bin. Mhm. Ja, weil ich habe das Gefühl, dass viele durch die Kolonialisierung, genau, dass viele noch diese unterwürfig werden und sagen, ja, ich bin ja nicht wichtig. Mhm. Und dann plötzlich dreht sich so ein Bild und man sagt, na, ihr seid auch genauso wichtig. Ich habe mal gelesen über Sie, dass Sie Ihren Vater, der natürlich viel unterwegs und auch abwesend war, sozusagen als Kopf der Vater in Afrika hatten. Stimmt das oder war das ein falsches Zitat? Na, im Kopf, dass sie immer den Vater in Afrika dachten, stand in einem Interview. In meinem Kinderbuch. Ja, ja, ja. Ja, ja, das Kapitel, das kommt noch, das muss ich noch machen, ja. Das ist Bruno bei den Maasai oder Bruno beim Papa. Ja. Also der Papa ist da unten und der ist entweder ist also wie Daktari, Tierarzt oder Kinderarzt, irgendwie sowas. Und es muss ja einen Grund geben, warum der seine Familie und auch seinen Sohn so lange nicht, aber das habe ich im Kopf, ja, das irgendwie. Das wird noch ausgearbeitet. Das werde ich noch schreiben, ja. Merci, letzte Frage. Lupita Nyong'o, eine Landsfrau von dir, ist derzeit der Shootingstar in Hollywood. Für 12 Years a Slave hat sie den Oscar bekommen. Ist das eine Karriere, wo du sagst? Wo ich auch wirklich sehr auch dazu zu sagen, Lu, wir sprechen dieselbe Sprache, wo ich auch dazu sehr, sehr stolz bin, weil sie einfach für uns noch die Türen aufmacht und sagt, egal wo du herkommst, egal wie du aussiehst, du schaffst das und du magst das. Also du musst einfach den Biss haben und den Glaube an dir. Mhm. Und irgendwie gehen dann die Türen auf, dann
man trifft ja sowieso dann Menschen und, und du wirst einfach hingebracht. Aber klar, es braucht Zeit und Arbeit. Und das ist für mich, sehe ich da... Ben, gibt es in der Schauspielerei jetzt so ganz praktische Nachteile für Sie, wie sie hat erst vor wenigen Jahren Deutsch gelernt? Es ist ja die komisch, Hautfarbe, dass es das immer noch gibt, Dinge, dieses Jahr mit der Hautfarbe und so. Dass irgendwie auf eine Art und Weise ist es ja, also für mich, ist, also ich habe mehrere schwarze Freunde, also wirklich, also mindestens so schwarz wie du. Und dann, es gibt irgendwann so einen Punkt, wo man sich zu Hause sitzt und schreit sich plötzlich an oder weißt du, und dann ist es weg. Aber in dem Moment, wo du als Whitey über die Straße gehst, also in Berlin, und dir kommt ein schwarzer Mensch entgegen, denkst du automatisch, der ist schwarz. Und der denkt, der Whitey denkt, ich bin schwarz. Und dann geht man aneinander vorbei. Und dann fragt man sich, warum eigentlich? Irgendwie ist es ja auch ganz normal, weil es ist ja nun mal, wenn du das... Das ist ja nun mal anders. Aber damit muss man ja einfach nur, irgendwann ist das ja auch mal gut. Ja, und deswegen finde ich, also mir geht irgendwann diese Diskussion auch auf den Senkel. Mhm. Weil ich sage, lass uns doch zusammen Theater spielen. Wo ist denn das scheiß Problem? Mhm. Ich darf euch jetzt, alles okay, bitten, mir zu helfen zu Professor Moser und dem, was er noch als Thema mitgebracht hat, zu switchen. Da brauche ich eure Hilfe. Mercy, wenn du einen Baum zeichnen würdest, wie schaut der aus? Gibt es einen Lieblingsbaum von dir? Ein mächtiger Baum, ein großer, eine Eiche, ein zierlicher? Großen, sehr, sehr groß, riesig und sehr hoch. Aha. Ja. Also hoch und schmal und schlank, oder? Nee, nicht so, schon breit. Ben, haben Sie als Kind Bäume gezeichnet? Ja. Ja? Wie ungefähr? Also ich mochte immer sehr den Affenbrotbaum aus dem kleinen Prinzen von Antoine de Saint-Exupéry. Ja, und sonst würde ich sagen, ist mir die deutsche Eiche auch was wert, vor allen Dingen, wenn sie... als Parkett. Ja, reden wir gleich drüber. Herr Meisenberg, im Judentum haben Bäume ja auch eine große Bedeutung. Ja, also zeichnen kann ich nicht, aber schon Adam und Eva haben vom falschen Baum gegessen. Aber ich würde sagen, dass nicht die Frucht war, die schuld war. Es waren schon die Menschen, wenn sie einen Fehler machen, dass sie da vielleicht die Konsequenzen tragen müssen. Also wir sollten uns nicht auf die Bäume ausreden. Wer hat euch denn gesagt, dass ihr nackt seid? Professor Moser, die sanfte Medizin der Bäume, gesund leben mit dem alten, neuen Wissen. Was hat das Holz an Qualitäten, das uns tatsächlich so helfen kann? Ja, also das ist ja der Grund, warum ich hier bei dem Thema auch mitsitze, dem Thema Entschleunigung, dass wir festgestellt haben, dass Holz beruhigend auf den Herzschlag wirkt und dass er uns beim Entschleunigen hilft. Und die Studie, die wir hier durchgeführt haben, hat begonnen in einem Zirbenbett. Das heißt, wir haben hier im Jahr 2004 untersucht, inwiefern Zirbenholz sich auf den Schlaf auswirkt und haben festgestellt, dass man in einem Zirbenbett tatsächlich besser schläft als in einem Schein aus Scheinholz, also aus Dekorholz, Holzdekor. Und die Ersparnis war, das haben wir damals herausgefunden, 3600 Herzschläge pro Tag, was doch einer Stunde Herzschlag entspricht. Das heißt, man erspart sich jede Nacht eine Stunde Herzschlag. Mhm. Kann man sich irgendwas ersparen im Leben? Will man sich eine Stunde Herzschlag ersparen? Naja, man kann es für sinnvollere Tätigkeiten nutzen, den Herzschlag dann. Und das ist also etwas, was wir eben festgestellt haben, auch dass in einem Raum, der in dem Fall mit Zirbenholz verkleidet war, die Entspannung viel schneller erfolgt und dass man mit weniger Aufwand das Gleiche erreichen kann, weniger Fehler macht, auch wenn man sich konzentriert und Konzentrationsleistungstests durchführt. Und so ist diese Idee dann gekommen, nachdem wir noch 3-4 Studien auf dem Gebiet durchgeführt haben und immer wieder das Gleiche rauskam, zum Beispiel, dass Holzklassen wesentlich entspannteres Lernen ermöglichen. Die Schüler haben die Lehrer weniger anstrengend gefunden, wenn die in Holzklassen unterrichtet haben, als wenn das konventionelle Klassen waren. Und so sind wir dann auf die Idee gekommen, ein Buch zu schreiben. Und mit dem Erwin Thoma habe ich dann dieses der Buch... Der Förster und Holzunternehmer ist. So ist es. Und der sich eben mit dem Thema Wald und Holz schon seit vielen Jahren auseinandersetzt und hier intuitiv eigentlich dafür plädiert hat, mehr Holz zu verwenden und das Holz auch in einer Form zu verwenden, dass es nachhaltig verwendbar ist und dem Menschen auch Freude macht, wenn es wieder abgebaut wird.
So sind wir eben auf diese Idee gekommen, das Buch dann zu schreiben. Und der Titel fehlt ja in dieser Ausgabe noch, aber wir haben ja dann auch eine Ausgabe schon mit Titel, wo das dann thematisiert ist. Mhm. Ich habe die anderen Gäste auch vorher nach ihrer Holzzeichnung gefragt, weil sie sagen, wenn man kleinen Kindern sagt, sie sollen ihren Baum zeichnen, dann zeichnen sie sich selbst. Was sagt das aus? Ja, also Kunstpädagogen haben ja die Erfahrung, dass wenn sie Kindern einen Baum auftragen, dass sie daraus viel Schlüsse ziehen können darüber, wie die verwurzelt sind, wo sie hinwachsen, ob sie breit das Leben anlegen oder mehr schmal. Da ist ein bisschen von eigenem Leben drin in dem Baum, den man zeichnet, der Baum als Symbol des eigenen Lebens. Ja, Ben Becker lacht. Nein, ich muss lachen, weil ich sage, Sie haben sich ja schon mal sehr gut getroffen. Ich bin ja auch ein totaler Holzfan. Trotzdem musste ich gerade so lachen, weil ich gesagt habe, also ich habe es glücklicherweise geschafft, nie wieder Holzklasse zu fliegen. Da muss ich dann direkt aus dem Schlaf, ich in einem Messingbett und bei mir läuft die ganze Nacht der Fernseher. Also bin ich ein totaler Loser. Wie können wir das lösen? Er hat vollkommen recht. Ich denke, er kann. Hat er recht? Ja, natürlich hat er recht. Also letztlich hat er recht, es ist nur, ich musste wirklich jetzt gerade lachen, weil... Weil Sie es gerade total falsch machen, aber Sie sprechen aus Erfahrung, nehme ich an. Nein, ich bin einfach auch total, also ich verstehe das, das Holz ist also ein Material, was mit uns zu tun hat. Mhm. Und was lebt, was uns nah ist, was warm ist, wenn man es anfasst, wenn man es hält. Also das ist einfach, Plastik ist halt scheiße und Holz ist einfach irgendwie uns sehr nah und hat was mit uns zu tun. Die Kinder... machen das unbewusst, wie es in der Bibel steht. In der Bibel steht, wenn man eine Stadt erobern will, darf man nicht die Bäume unterrum abholzen, denn die Bäume sind wie die Menschen. Also wenn die Kinder das schon verstehen von allein, dann ist das was Besonderes, denn sie wachsen. Gibt es einen Baumwitz? Einen Baumwitz, jetzt sofort. Jetzt können wir davon kurz nachdenken. Dabei sagt mir der Professor Moser, ist denn das Wissen, wo so alle wie beim Bäcker reagieren und sagen, ja eh logisch, das hat was, oder werden Sie sozusagen in der wissenschaftlichen... Ich habe gesagt, er hat recht. Er hat recht, ja. In der wissenschaftlichen Community eher als Spinner angesehen. Nein, ich glaube nicht, dass ich als Spinner angesehen wäre. Wir haben die Sachen ja relativ solide durchgeführt. Und es wäre sicher günstig, wenn das auch noch von anderen Gruppen bestätigt wird, wie immer in der Wissenschaft, wo man sozusagen die Dinge ja, das ist ja immer nur ein Entwurf, das darf man nicht vergessen. Wissenschaft ist nie endgültig und ist immer in Frage gestellt, muss sich auch in Frage stellen lassen. Deswegen wäre es auch sinnvoll, die Dinge zu untersuchen, nochmal zu untersuchen, nochmal zu prüfen, ob das wirklich stimmt. Und welche Holzarten eignen sich da besonders oder sind besonders heilsam? Die Zirbe haben Sie angesprochen? Ja, wir haben es auch mit Fichte probiert. Da war der Effekt auch vorhanden, wenn auch nicht so groß. Und interessanterweise in der Holzklasse, wo dann die Schüler, also jetzt die Schüler in zwei verschiedenen Klassen, Räumen, Arten untersucht wurden, da hat sich herausgestellt, dass der Effekt noch größer war als beim Zirbenbett. Da haben wir eine Mischung aus Fichte, Tanne, den Eichenparkett, den Ben Becker schon erwähnt hat, und dann noch Zirbenmöbel und auch Zirbenbeleuchtungskörper, die das Licht also schön warm reflektiert haben. Das heißt, eine Kombination verschiedener Hölzer genommen. Und da hat sich eben herausgestellt, dass die Effekte noch dreimal so groß waren wie beim Zirbenbett. 8600 Herzschläge weniger in der Holzklasse. Und das ist jetzt nicht die mit dem nicht im Zug und im Flugzeug, sondern das ist die Holzklasse, die von Schülern bewohnt wird und wo sich die Schüler dann auch wirklich wohler gefühlt haben. Herr Eisenberg. Baumwitz habe ich keinen. Aber? Ich glaube aber, dass Kinder in einer Klasse, wo viele gute Holzarten sind, trotzdem auch Hausaufgaben machen müssen. Ich hatte bei der Bibel, als ich die Bibel gelesen habe, kriege ich irgendwann Zoff mit einem Gitarristen, der sagt, also das ist sowieso alles scheiße. Und ich sage, ja, dann brauchst du ja bei mir nicht Gitarre spielen. Und interessiert hat es ihn trotzdem. Und dann ging es bei der Arche darum, dass die aus Tannenholz, also so steht es jedenfalls in unserer Übersetzung, aus Tannenholz mit Pech dazwischen. Ja, und der regte sich auf. Ja, und der hat aber gesagt, so ein scheiß Tannenholz schwimmt nicht. Und da habe ich ihn fast rausgeschmissen. Weil ich gesagt habe, also ich glaube es nicht, außerdem ist es ja auch scheißegal.
Also ob das jetzt Tannenholz, aber ich habe es leider nie ausprobiert, ob Tannenholz schwimmt oder nicht. Schwimmt. Schwimmt? Tannenholz schwimmt. Bitte. Ja. Also dann können wir uns ja eine Arche bauen. Wie also hier alles bewiesen. Damit bedanke ich mich ganz herzlich bei meinen Gästen heute. Entlasse Sie entschleunigt in eine hoffentlich gute Nacht. Und wenn die im Holzbett passiert, dann wird sie noch umso besser sein. Dankeschön, wünsche eine schöne Osterwoche allen. Darf Sie einladen zu unserer nächsten Sendung, wenn hier an diesem Tisch dann Kardinal Christoph Schönborn und die Schauspielerin Christiane Hörbiger Platz nehmen werden. Haben Sie eine schöne Woche, eine gute Zeit. Gute Nacht.